Yoho Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Pilzdorf soll schöner werden. Nee, das ist ja schon sehr schön. Tja, ich hätte halt echt gerne hier an dieser Stelle eine Laterne gehabt. Aber soll nicht sein. Ne, weil um die Laterne drumherum darf halt nichts wachsen und das ist halt traurig. Es ist voll hässlich, aber schön. Wenn das halt so empfunden ist. Oh, Reiner ist da. Können wir doch mal bei Ryan reinschauen? Vielleicht können wir dann rausschauen. Ah, das ist auch schon bei Gerd nicht so lustig gewesen. Ach, du Schreck. Ah, oh, willkommen in die Rainy's Gallery. Wenn du gut hier wacker von der Waldrun, du verdacht du gut schicker Preise, suchst du dir Gold richtig. Aber das weißt du ja bereits, Cousine. Wie zu meiner Geheimniswiese, dieses Mal hat Rainer ganz besonders seltene Stücke da. Wenn ich könnte, würde ich mir selber alle abkaufen. Aber es geht weiterhin nur eine pro Kunde, also weil er mit gedacht hat. Oh je. Kunstwerke erkennen. Haben wir das nicht schon? Ich meinte, das hätten wir schon. Was ist das denn nochmal? Ich meinte aber, das hätten wir schon. Es ist irgendwas. Ein Ölgemälde von. Es ist alt. Ich müsste es wissen. Ich weiß es nicht. Gerade aktuell in meinem Gehirn nicht vorhanden. Oh. Das kenne ich auch, das Gemälde. Oh Gott. Ich kenne das Gemälde. Ist auch ein Ölgemälde. Und es ist von einem, ich glaube sogar von einer Künstlerfamilie. Egal. Ich nehme das jetzt einfach. All diese Wintergemälde scheint es dir angezeigt zu haben. Ich werde mich nur ungern davon, aber es muss ja wohl sein. Bist du, weil du bist mir wert bist, verlange ich nur 3000. Achso, ich soll mir die anderen Gemälde erstmal angucken. War ich übrigens kein Sparfuchs, der blabiblubs. Hast du mir überhaupt richtig zugehört? Ja, ich habe dir richtig zugehört, aber ich habe mir die anderen Sachen noch gar nicht angeguckt. Und bei dir weiß man ja nie, ob es echt ist, ob es Fälschung. Das ist eine Fälschung. Lol, ein runder Kopf. Die Büste der Nofretete hat ja wohl, weiß Gott, schön die eckigen Spitzen Dingsbums. Und was haben wir hier? Halt, mein eigener Quadratschädel ist davor. Die Geburt der Venus ist das. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erkennen. Was, kann ich nicht ranzoomen? Ich kann nicht ranzoomen. Achso, ich bin schon so nah rangezoomt, wie es wirklich. Ich kann nicht weiter ranzoomen. Die Muschel der Venus. Nee, die Geburt der Venus, meinte ich. Die Muschel der Venus. Die Geburt der Venus. Ah, sie steht in einer offenen Muschel. Die Muschel ist verkehrt rum. Das ist eine Fälschung. Das ist eine Fälschung. Das hier haben wir schon. Nehmen wir das da. I will you also doch haben die Wintergemälde. Wunderschöne Bilde, wie zu haben. Kostet ein bisschen Geld. Ist ein Meisterwerk. Ja, keine Probleme. Wirklich, ihr wäre verrückt, bei so einem Preis zuzuschlagen. Hey, ich meinte, es wäre nicht verrückt, bei so einem Preis zuzuschlagen. Hiermit gehört das Wintergemälde dir. Viel Spaß damit. Es kommt bald zu dir verpackt nach Hause geschickt. Denk dran, genug Platz im Briefkasten haben, ne? Ja, alles kein Problem, Rainer. Auf Wiedersehen. Rainer, deine Cousine, bei dir wird sich diese Kunstwerk sicher zu Hause fühlen. Und wenn du hier unsere Zelt abbrechen, dann schicke ich es dir. Kein Problem. Puh, was ist das denn? Eine Fundsache. Ach nee, jetzt nicht hier auch noch. Ich hab doch schon das letzte Mal bin ich durch die Gegend gerannt und ein Buch. Ich frag mich wohl, ob das hier jemand verloren hat und ob es wichtig ist. Na gut, wir müssen ja sowieso noch mit allen reden. Dann können wir das mit dem Buch gleich erledigen. Wenn wir denn die Leute finden hier. Da ist zum Beispiel schon eine Annalena. Was machst du da? Wo guckst du hin? Ist alles gut? Hallo, Annalena! Hallo, Girlie. Du siehst aber mal wieder zufrieden aus, Popo. So süß, wie es halt Popo macht. Also bei den Texten. Das ist einfach entzückend. Ja, wolltest du irgendwas? Gehört das hier dir? Ich habe nämlich ein Buch gefunden. Bitteschön. Tada! Oh, tut mir leid, das ist nicht meins. Da fragst du besser noch herum, wem das gehört. Fatima liest doch gerne, oder? Gott, das habe ich Schnupfen, weil ich Annalena gesprochen habe. Ah. Furchtbar. Oh nein, ich hätte nicht einatmen sollen. Die ganze Wunde kriege ich noch nach Knoblauch. Aber ich liebe Knoblauch. Aber immer, wenn ich es gegessen habe, bereue ich, dass ich Knoblauch gegessen habe. Erstens, weil man selber danach riecht. Zweitens, weil man 2 Tage lang noch danach riecht. Drittens, weil die ganze Wohnung noch 2 Tage danach riecht. Viertens, weil ich davon aufstoßen muss. Ich glaube, Fatima will heute ihre
ihre Dingsbumsbox ausgegraben haben, weil das ist, glaube ich, hier hoch. Berry, 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 Baby, Berry, 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 Bootsbull. Oh ja, es ist gleich perfekt für einen Tag im freien Brummi. Tja, was kann ich für dich tun, Berry? Gehört das hier dir? Ich fand eben jenes auf dem Boden. Bitteschön. Oh, danke. Wie nett. Aber leider gehört mir das gar nicht. Schade, Brummi. Bitte hast du zurück. Na gut, dann gehört das eben nicht mir. Vielleicht gehört es ja Günther. Günther. Hey, noch der mich gesagt, Ali. Kann ich irgendwas für dich tun? Was ist denn los? Du kannst nicht so komisches Grenzen oder auch aufhören. Hey, guck mal da am Buchlein. Das ist mein Buch. Das müssen wir beim Spazieren gehen, also durchgefallen sein. Das ist übrigens meine alte Biografie, die ich zurzeit schreibe. Mein Geburtstag, meine Hobbys, mein Lieblingsessen. Das ist jetzt schon ein faszinierendes Buch. Ja, dafür hast du natürlich eine Belohnung verdient. Hier hast du einen Erdbeerpüree als kleines Dankeschön. Hehem. Ja, in Zukunft werde ich besser drauf aufpassen. Hehem. Wir hätten also nur in das Buch gucken müssen und dann hätte da drin gestanden, Autobiografie von Günther. Oh, naja, gut. Man kann ja auch nicht an alles denken. Das ist der Erdbeerpulli? Der sieht aber komisch aus. Ich hätte gerne ein Halloween-Kleid. Auch wenn ich das hier total mag, hätte ich trotzdem gerne ein Halloween-Kleid. Lass mal gucken, dass wir ein Halloween-Kleid hier hinkriegen. Ich hatte mir doch sogar noch was abgespeichert, meine ich. Sammelordner. Lalalala. Animal Crossing New Leaf. Pathcode. Ich hatte mir, ich meinte, wartet. New Halloween QR. Ich hatte mir in meinen Dingern was abgespeichert. Das war eigentlich... Voll das süße Halloween-Kleid, das ich gerne tragen will. Dum, dum. Wo war denn das jetzt hier? Genau, das war auf dieser Halloween-Webseite. Das ist eine Katze. Das ist ein gruseliger Halloween-Pulli, der ist ja cool. Das hier wollte ich, genau. Hoffentlich ist das groß genug. Animal Crossing Clothed Tumblr. Okay. Ich guck mal gerade, ob ich das da hinkriege. Wir gehen jetzt einfach hier schon mal. Hallo, Leonardo! Oh, Honey. Jo. Hat mich auch mal wieder hierher gezogen. Weiß auch nicht warum. Und komm mal wieder zurück. Ich mag keine Menschenmengen. Mehr. Kaufst du mal das am schönsten, wenn sie leer ist, Groll. Wieso kommst du denn nicht wieder hierher? Das wäre doch schön, wäre das doch, wenn du wieder hierher kämst. Animal Crossing Closet.com. Die haben hier schon wieder neue Halloween-Sachen hier. Das ist nicht das, was ich will. Das ist auch nicht das, was ich will. Nein. Kann man bei denen nicht suchen? Jetzt muss ich gucken, ob dieser kleine QR-Code, den ich gefunden habe, einscannbar ist. Ich befürchte halt immer, er ist es nicht. Gucken wir gleich mal. Doch, der sieht groß genug aus. Hi, grüß dich, willkommen in der Schneiderei. Was stehst du da so lange rum? Ja, ich möchte was scannen. Oh, Honey, willkommen. Wenn du die Nähmaschine benutzen willst, sag einfach Bescheid. Ja, bitte. Okay, kein Problem. Ich möchte einen QR-Code lesen. Oh ja, dann musst du aber eins überschreiben. Ja, ist kein Problem. Ja, und was willst du überschreiben? Ach, das ruhig. So, das ist nämlich ein Candy Corn Sweeter. Ja. Aha. 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 Ja. Ja, 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 ja. Lass mal Nackisch machen. Könnte gut geklappt zu haben. Du kannst die Maschine jederzeit benutzen. Und tragen. Oh mein Gott, sieht der gut aus. Ich hab nen Candy Corn Sweeter. Ich bin super, super, super sweet, ja. Sieht gut aus. Gefällt mir. Ich wünschte, ich könnte auch so tolle Designs machen, aber ich kann das nicht. Die sehen so unglaublich gut aus und wenn ich ein Design mache, sieht es einfach furchtbar aus. Hallo, Honey. Ich hab dich gar nicht bemerkt. Fühl dich wie zu Hause.
Die haben schon wieder die Pilotenmütze. Nee, ich glaube, das ist eine Polizistenmütze. Nee, ich glaube, das ist eine Pilotenmütze. Was ist das denn bitte? Na, hier haben wir einen Baseballhelm. Das ist ein Unisex-Artikel. Kannst du tragen, wenn du willst. Nee, danke. Wie sehe ich mit dieser Brille aus? Ja, das ist eine Sonnenbrille. Kostet 240 Sternis. Würde jetzt zudem wirklich gut aussehen. Ja, die behalte ich sogar gleich an. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Und dann dazu eine neue Haarfrisur. Allerdings, was nehmen wir denn da für eine? Irgendwas, was zu Halloween passt. Irgendwas Freches. Es gibt doch eine mit Zöpfen oder so, ne? Zöpfe in beide Richtungen. Das wäre auch ganz niedlich. Pony, Zöpfe, hoch. Wir hatten mal so eine Hochsteckfrisur. Dann hatten wir die Kurzhaarfrisur. Die war, glaube ich, auch ganz nett. Gehen wir mal. Ich gehe mal meinen Hut abnehmen. Kopfbedeckung entfernen. Jawohl. Und wir machen dann mal was. Danke und bis bald. Das könnte interessant werden. Mal gucken, ob wir orangene Haare hinkriegen. Oder schwarz? Ich glaube, schwarz wäre besser. So, Hallöchen. Ich glaube, ich will was Modernes. Hallöchen, wir kommen mal schon am Pudel. Willst du eine professionelle Typveränderung? Dann komm mal hierher. Jo, machen wir. Ja, also wonach steht dir der Sinn heute? Neue Frisur. Neue Frisur, ja, dann lass mal loslegen. 3000 Sternis, ja? Okay, kein Problem. Gib mal her. So, warum nicht mal was Maskulineres? Nein, danke. Ach so, kein Problem. Ja, hab ich laut gedacht. Vergiss das wieder. Süße, was schwebt dir vor? Erzähl es mir. Welchen Look wünschst du dir? Klassisch. Verstehe, klassisch. Man, der ganze Zustand konservativ. Oh, es klingt viel, als ob du viel Wert auf Etikette und eine kleine Ordnung legst. Deinem Job ist das der Weg zum Erfolg, Honey. Welcher klassische Weg soll es denn sein? Geschäftlich? Geschäftlich, ja. Verstehe, etwas Passendes für geschäftliche Zwecke. Ja, was modernes Business-Outfit oder altmodisch? Modern, bitte. Ja, kein Problem. Du willst dich auch gestylt und wohl in deiner Haut fühlen. Wunderbar. Ja, welche Haarfarbe spricht dich denn an? Ja, jetzt ist die Frage. Wir könnten einmal natürlich knallrot gehen oder auch sogar weiß, was ganz interessant wäre. Oder wir gehen, ich würde sagen, tatsächlich wirklich schwarz, ne? Ja, und was soll es denn sein? Tiefschwarz. Ja, mir gefällt die Farbintensität. Ja, na dann machen wir das jetzt tiefschwarz. So. Ich bin ja selber wieder am Überlegen, mir die Haare schwarz zu färben. Irgendwie sah das immer so ordentlich aus. Ui. Ist ja süß. Tada, du siehst fantastisch aus. Weil da kenne ich kaum wieder. 3000 Sternis bitte. Oh, hier hast du deine Brille wieder. Oh, es hat ein bisschen gedauert. Tut mir leid. Also, wir sehen jetzt auf jeden Fall stylisch aus. Das ist richtig hip. Das ist richtig cool. Das gefällt mir. Ja, ich freue mich auf deinen nächsten Besuch, Süße. Das gefällt mir ganz gut. Erstmal nicht zu experimentell oder zu gewagt mit den ganzen Sachen gehen. So, wenn ich jetzt meinen Schlapphut anziehe, guckt das da so raus und es ist echt ganz niedlich. So vom Gesamtdesign. Ich gucke jetzt vielleicht noch ein paar andere Haarfrisuren an mit der Zeit und so, dass wir mal schauen, wie das da so aussieht. Gerade irgendwas mit Pony noch oder vielleicht auch mal wieder, wisst ihr noch den Zopf, den wir getragen haben? Der sah auch sehr gut aus. Aber gerade im Moment gefällt mir das ja echt total gut. Ja, Mensch. Einkaufen. Wir sind jetzt mal neu Halloween-mäßig gestaltet und designt und überhaupt. Wir kommen, ja, ja. Na, guck mal, hier ist Mischka. Hallo, Mischka. Hallo, Gerd. Ja, ja. Ich spaziere auch gerade nur so ein bisschen herum. Also, was liegt an? Lass uns quatschen. Oh, ich wünschte, die Blumen könnten mit dir mir ihre total schönen Schönheitstipps verraten. Oh, du bist doch aber wunderschön, nicht wahr, Gerd? Ja, schon kann man so sagen, ja. Hier, Dünger, willst du nicht Dünger kaufen? Eigentlich müsste ich, ne? Aber ich habe keinen Platz im Inventar.
Ich müsste eigentlich sowieso nochmal gucken, dass ich ein bisschen Platz im Inventar schaffe. Oh, was ist das denn? Hier haben wir das schon? Also bis KK Steppensong Jute Wahl in der Tat war, kostet 3200 Sternis. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Den nehme ich. Hey, vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir ganz viel Geld erhalten zu haben, Mann. Voll gut. So, Gerd, ja, vielleicht komme ich ja nochmal vorbei, ne? Vielleicht. Ja, wir holen wieder eine Axt holen im Angebot. Ja, das ist schon verlockend, ne? Danke für deinen Besuch. Ey, komm mal bald wieder, Mann. So eine Axt ist schon ein verlockendes Angebot. Kann man ja nicht anders sagen. Schalala, passt. Och Gottchen, der Carolin und unser Jacques. Oh Jacques, ich vermisse dich. Ey, ey, Annie, ich habe eine Runde gejoggt wie ihr gelandet. Jetzt schau mich nicht so an, ich übertreibe schon nicht mit dir eingeföhnt. Ich bin bekannt für meine eiserne Disziplin, ne? Oh, ich vermisse ihn, ich vermisse ihn. Jacques war ein cooler Frosch in unserem Dorf. Aber wir sehen sie ja immer wieder auf der Einkaufsmeile, von daher ist das einfach auch schön. Ja, wir sehen echt cool aus. Ja, wir sehen echt cool aus. Tap, tap. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Könnt ihr ja den Hexenhut dazu aufziehen oder so. So, jetzt gucke ich nochmal hier, ob irgendwelche Leute rumlaufen. Robby ist zu Hause und übt das Eliminieren. Und Tamara will was von uns. Hey, Girlie, ich habe mir mal gedacht, dass ich doch Werbung für unsere Stadt machen könnte. Und das geht, denke ich, am besten, wenn ich wegziehe. Ich verlasse Pilsdorf und mache so unsere Stadt bekannter. Ich hau dann also am 27. diesen Monats ab, Mano. Oh, aber du bist unser Tiger. Du bist unser Tiger. Ey, ich vermisse schon unsere Lily. Wenn unsere Tamara auch noch abhaut, abgesehen davon, dein Haus steht dann am perfekten Ort. Nein, du kannst nicht gehen. Wow, du willst wirklich, dass ich bleibe, oder? Ich schätze mal, ohne mich wäre diese Stadt wohl einfach nicht dieselbe. Okay, ich bleib hier. Du hast mich einfach überzeugt. Danke, dass du meinen Platz, dass du meinen Plan durchkreuzt hast, Girlie. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, ey. Das geht voll nicht. Ich muss immer noch mein Animal Crossing Fanart fertig malen, ne? Da fehlen noch ganz viele Bewohner, die wir mit der Zeit zusammengekriegt haben und so. Nee, ich will meine Tamara behalten. Hallo, Barry Baby. Oh, guck, wie so süß er, ne? Belly! Das ist ja toll, Brummi. Tja, was kann ich für dich tun, Belly? Unterhalten wir uns. Hast du schon gehört, Felix soll sich furchtbar erkältet haben. Das können wir nur für ihn tun. Ach, bestimmt freut Felix sich, wenn du ihn mal besuchst. Ich gehe auch los und pflück eine schöne große Kirche für ihn. Die Vitamine tun ihm ganz bestimmt gut. Oh nein, oh nein. Felix hat sich erkältet. Schon wieder? War er nicht neulich erst krank? Ich gehe mal Medizin kaufen. Wartet. Das geht ja gar nicht. Unser armer, kleiner, kranker Felix. Krankes Eichhörnchen geht voll nicht. Hätte ich das doch nur früher gewusst. Damit habe ich nicht gerechnet. Eine coole Perücke hätte ich auch gerne mal wieder. Aber die ich gerne hätte, ist zum momentan bei Grazia sowieso nicht im Sortiment mit enthalten, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, da bist du ja wieder. Was willst du denn jetzt noch? Ich will meinen Dünger kaufen. Nein, ich brauche Medizin. Also das Medizin, das ist so eine gute Wahl in der Tat, weil wenn jemand krank ist, dann kannst du den nicht mitbringen, wird er gesünder. Das ist ja super, ey. Danke für das Geld. Und dann mal auf Wiedersehen, wa? Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ey, danke für deinen Besuch. Warum kauft die meine Scheiße nicht mehr? Ja, vielleicht eben genau deshalb. Weißt du, weil das Kacke ist. Ja, hallo, das ist 1A-Düger. Die benutzt die nicht mal. Die hortet den. Ich hab das genau gesehen. Ja, vielleicht verkauft die den ja hier hinbringen. Weißt du, vielleicht ist deine Kacke ja mehr wert, als du denkst. Unverschämtheit, sag ich da. Wirklich eine absolute Unverschämtheit. Oh Gott. Ich wünschte, ich wäre nicht vor der Tür stehen geblieben, um mir das anzuhören. So, ich finde es halt cool, dass der Halloween-Pullover hier auch gestreift ist, weil ich möchte bei meinem Charakter beim gestreiften Design bleiben. Das soll weiterhin einfach alles immer schön gestreift sein. Ach halt, ich bin schon wieder dran vorbeigelaufen. Ich glaube, ich habe fast eine Blume kaputt gemacht. Felix, 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 ich habe für dich Medizin, mein Kleiner. Oh mein Gott, mein Kleiner, ich habe für dich Felix. Felix, ich habe für dich Medizin. Ich fühle mich so krank.
Wird das je wieder gut? Du hast mir Medizin mitgebracht? Das ist meine Rettung, Hanni. Ich glaube, ich fühle mich schon ein kleines bisschen besser. Zumindest ein bisschen besser. Och Gottchen. Du armer kleiner Schnuckiputz. Dazu dieser furzende Gyroide. Ich wünschte, du hättest hier wieder Musik. Warum hast du all die coolen Sachen, die du besessen hast, verkauft? Ich glaube. Oh Gottchen, das ist ja, da kann man ja gar nicht hingucken. Ich glaube, ich werde ihm seine Astro-Sachen wieder zurückgeben, damit er die Sachen da wieder umändern kann oder so. Vielleicht eine bessere Idee. Okay. Gut, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Animal Crossing New Leaf, Pilzdorf. Ich versuche auch beim nächsten Mal dran zu denken, dass wir Felix Medizin vorbeibringen, weil er ja wahrscheinlich dann immer noch krank ist. Es dauert ja meistens ein paar Tage bei den Bewohnern. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Animal Crossing. Bis dahin. Wir singen.